Prinzessin Victoria, Namenstag. Prinzessin Estelle, der heimliche Star. Am Sonntagmittag, 12. März, zeigen sich Prinzessin Victoria, 45, Prinz Daniel, 49, Prinzessin Estelle, 11, und Prinz Oscar, 7, trotz eisiger Temperaturen bestens gelaunt. Die Familie hat allen Grund zum Feiern. Endlich darf der Namenstag der Kronprinzessin wieder ohne Corona-Beschränkungen mit dem schwedischen Volk zelebriert werden. Besondere Aufmerksamkeit erregt die zukünftige Thronfolgerin Estelle. Sie zeigt den FotografInnen ihr süßestes Lächeln. Nach den ersten Pandemiejahren darf Victoria ihren besonderen Tag endlich wieder in vollen Zügen genießen und auch Geschenke von ihren Fans entgegennehmen. Die Öffentlichkeit sei herzlich eingeladen, an den Feierlichkeiten im Innenhof des Königlichen Schlosses teilzunehmen, schrieb der Palast vor wenigen Wochen. Und die Fans erscheinen zahlreich. Um 10.45 Uhr war in diesem Jahr der Eintritt in den Innenhof über das Södrabalvet, DT. Doppelpunkt, südliches Gewölbe, an der Straße Slottsbacken freigegeben. Um 11.50 Uhr marschierten das Blasmusikkorps des schwedischen Heeres, die Saluttruppe der Leibgarde sowie die königliche Wache des Leibregiments der Husaren in den Innenhof ein. Danach begann die Gratulationszeremonie mit einem musikalischen Programm des Musikkorps. Abschließend wurden Kronprinzessin Victoria Blumen von VertreterInnen des Blasmusikkorps, der Saluttruppe und der königlichen Garde übergeben. So wie 2022 haben auch 2023 Estelle und Oscar Mama Victoria Papa Daniel begleitet. Schließlich fällt der Tag auf einen Sonntag, dass bisher nur Victoria im royalen Terminkalender aufgeführt worden war. Hieß also nicht, dass auch nur die Kronprinzessin auftreten werde, versicherte der Hof bereits vor wenigen Wochen. Da es der Namenstag der Kronprinzessin ist, tragen wir nur ihren Namen in den Kalender ein. Das gleiche machen wir am Geburtstag des Königs, erklärte die Hofinformationsabteilung per E-Mail. Verwendete Quelle, Dana Press.